Ich muss Sie mal kurz unterbrechen. Ich habe hier nämlich gerade eben von einer Frau was erzählt bekommen. Und er gibt das jetzt für Sie wieder, weil sie sich nicht auf die Bühne traut. Und das musst du erzählen. Ja, also mein Name ist Ben. Ich bin Schüler hier in Wien. Ich bin hier mit meinen Eltern, Freunden und auch zwei meiner letztjährigen Lehrerinnen. Meine Mutter kommt aus Israel und dort lebt auch ihre Familie. Vor zwei Wochen wurde ihre Mutter mit Corona diagnostiziert, wurde in Quarantäne gesteckt. Der Arzt hat meinem Opa jedoch gesagt, dass sie aus Quarantäne entlassen werden kann in nächster Zeit. Sie haben sie an einem Sonntagabend symptomlos an die Intensivstation ans Beatmungsgerät angesteckt. In derselben Nacht ist diese Frau an diesem Beatmungsgerät gestorben. Mörder! 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 Dies ist der Weg, wie sie ihre Statistiken aufpumpen mit Todesfällen. Und ich würde Sie bitten, darüber nachzudenken, ob das ist, was wir auf dieser Welt haben wollen. Und die zweite Geschichte, die ich gerade gehört habe, ist von einer Frau, die hat einen Armbruch gehabt, ist mit dem Armbruch ins Krankenhaus gekommen und hatte auch kein Corona, ist dann gestorben und dann wurde sie mit Corona beerdigt. Und der Ehemann musste deswegen in Quarantäne und durfte nicht auf die Beerdigung. Auch ich möchte noch einen Fall berichten. Und zwar in Vorarlberg. Ich habe eine Freundin, die ist die beste Freundin meiner Frau in Vorarlberg. Und die arbeitet als Rezeptionistin in einem Hotel. Vor wenigen Wochen ist eine Mutter, die mit der Familie dort einquartiert war in diesem Hotel, auf sie zugekommen und hat gesagt, könnten Sie mir nicht einen Arzt organisieren? Meine 10-jährige Tochter hat Fieber und ich möchte nicht, dass man nur Testtheater mit ihr macht. Und sie hat darauf bestanden, ich wurde angerufen, weil ich Gesundheitswissenschaftler bin und Ärzte in meinem Freundeskreis habe. Und die jene hat mich eben gebeten, einen aufzutreiben. Es war aber mein Arzt, den ich empfehlen wollte, in Urlaub. Und dann hat sich ergeben, dass diese Mutter, weil sie kein Vertrauen hatte in die sonstigen Optionen, wie zum Beispiel ins Spital zu gehen, das nicht gemacht hat, weil ihr Arbeitskollege, der viele Jahre vis-à-vis von ihrem Schreibtisch gesessen ist und ihr in die Augen gesehen hat, ist nicht mehr. Und warum? Er hat sich totschlecht gefühlt, ist ins Krankenhaus gegangen, man hat nur PCR-Tests mit ihm gemacht. Man hat ihn dann abgewiesen, false positiv, nein, Entschuldigung, man hat ihn negativ getestet, damit das richtig gestellt ist. Man hat ihn negativ getestet, alles ist in Ordnung. Dann ist er zwei Tage später wieder hingekommen, wirklich schon am Zahnfleisch, wie man sagt. Und man hat ihn wieder abgewiesen, nach dem Motto, du hast ja nichts, also kein Covid. Und einen Tag später ist er an einer Blutvergiftung verstorben. Wir haben jetzt eine Bürgerin unter uns, die hier eine Aufforderung an jemanden machen will. Und das nehmen wir jetzt ausnahmsweise einmal rein. Das ist die Frau Anneli Schmidt. Also du halt, ja. Ja, ich muss das hier jetzt noch loswerden. Es wird vieles diskutiert. Ich bin Systemikerin und ich denke immer systemisch. Und bei uns, wer steht an der höchsten Stelle unseres Staates? Das ist der Bundespräsident. Wo ist der Bundespräsident? Er hat diese Regierung angelobt und er hat die Macht, sie zu entheben. Ich fordere alle auf, eine Petition zu unterschreiben für den Misstrauensantrag über diese Regierung und sie zu entheben. Hallo, danke. Ganz großartig. Dankeschön.
So. Eine kurze zweiminütige Pause, bitte.